So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Undercover. Ja, was machen wir heute? Wir haben hier einen mysteriösen Job, genau, diesen werden wir machen. Bin ich mal gespannt, was das so ist. Stadion oder Stadionparkplatz, 8 Uhr und 1 Minute ist's. Na, bei mir nicht ganz, nee, das stimmt nicht so ganz. So. Oh, Backe. Nissan Skyline. Der gestohlene Wagen, den wir eingespeist haben, der ist gerade vom Parkhaus abgefädelt. Wir leiten Verfolgung ein. Schickt uns weitere Einheiten raus. Alle Einheiten in Farmhaber, schickt euch Daten über ein gestohlenes Fahrzeug, das durch Downtown rast. Fahrer rücksichtslos und gefährlich. Jo, bin ein ganz gefährlicher. Ich hab ganz schön was eingebrockt, aber jetzt, wo die gesamte Polizei von Palm Harbor hinter dir her ist, kannst du mir ja mal zeigen, was du drauf hast. Ich hab die 20 von diesem Reiter. Verfolgung ist gut heiß. Alle Streifeneinheiten, wir haben eine Code 3 Verfolgung. Freie Einheit bitte melden und zur Verfügung halten. Ich schicke euch jetzt die Details. 10 Sekunden reifen, verdächtige hat mich von der Seite gerannt. Oh, ein Heli, hallo, hat man beim letzten Part ja eigentlich auch schon. Also wir müssen die nur abhängen, das ist unser Job für heute. Wenn du die Kopf nach der Geschichte noch abschütteln kannst, dann bist du wohl reif für die wirklich großen Sachen. Nicht so oder so. Gib's mir einfach, ich mach das schon. Au. Aber da ist halt echt ganz schön was hinter uns her. Hm. Oder auch nicht. Au. Wir können nicht entkommen, dieser Scheiß. Ups. Heli neben uns fliegt oder über uns fliegt, über uns kreist. Wir schalten um auf Reservetanks. Können nur noch ein paar Mal durchhalten, sonst müssen wir die Verfolgung abbrechen. Einheiten der Code 3 Verfolgung. Fahrzeug wurde zuletzt gesichtet in Richtung Nordwesten. Auf dem ha! Mission okay, abgeschlossen. Also kein Anfängerglück. Du fährst echt sauber, Mann. Mach weiter so. Hector ist beeindruckt, Zack hat dich zu Recht empfohlen. Der Stadionjob ist unter Dach und Fach, du hast den Wagen trotz der Cops besorgt. 17 an Vierteltausend kriegt an Geld, das passt. Und jetzt kommt Video und ich halt die Schnauze. Wir haben die Telefone abgehört. Die reden wirklich nur noch über deine Leistung. Du bist mittendrin. Genau da, wo ich dich haben will. Gut, dass ich dich nicht enttäuscht hab, Mädel. Im Ernst. Du solltest echt mal drüber nachdenken, deine Karre aufzubotzen. Ich kenne eine Werkstatt, wo sie dir auf jeden Fall helfen können. Stufe 3 Autohändler? Wow! Hat der dann wohl auch mehr? Kann ich will einen Audi. Tja, TT! Ha! Dann machen wir gar nicht lange rum. TT brauchen wir. Wie viel Geld haben wir jetzt dann? Ach! Okay, wir haben ein bisschen auch wenig Geld. Ist scheißegal, Hauptsache TT. Hauptsache Audi. Ha 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 ha. Lass mich bitte das Auto auch fahren, wenn ich es schon gekauft hab. Verkaufen wir natürlich den da. Den Elise. Nee, den können wir nicht verkaufen. Achso, dann haben wir jetzt halt wieder weniger Geld. Können wir da wenigstens das machen? Nein. Okay, eine Sache, die wir brauchen, ist ein Motor.
Den müssen wir mal upgraden, das ist logisch. Ein wenig Nitro rein wäre auch ganz cool, aber da haben wir kein Geld mehr dazu. Schade. Eine Aufladung. Mhm. Ne, ist alles eh noch gesperrt. Okay, jetzt haben wir noch 800 Geld. Und das ist egal, wir haben den TT. Zwar in Rot und nicht in Weiß, aber... Oh, 250 PS Serie. Das passt, schauen wir mal uns dieses Checkpoint Race an, wo hier gleich in der Nähe ist. Xenon, aber nicht das Tagfahrlicht umgesetzt. Echt schlecht von euch gemacht. Der geht schon gleich ganz anders los wie der Lotus. Wie gut, es ist ein Audi, es ist ein Allrad, es ist ein Quattro, also. Was zur Hölle soll daran schlecht sein? Das Auto gefällt ja den meisten nicht. Ich find's geil. So, TT muss ich sagen, ist ein schönes Auto. Ist ein richtig, richtig fettes Auto. Gefällt euch der TT? Eigentlich. Gibt ja viele immer, nee, schwul und so. Oh, ein wenig langsam bin ich unterwegs. Ja, das langt. Okay, ich muss mich ranhalten. Ich merke schon, es wird nicht so leicht wie erwartet. Ich drücke nur ganz leicht immer so zum Lenken, aber trotzdem quietscht. Und das Quietschen, wissen wir ja, kostet Zeit. Und wir haben in einem Checkpoint Race alles andere außer Zeit. Sekunden, Scheibenkleister, das wird echt extrem eng jetzt. Obwohl, ja gut, es hat gepasst. Wir haben ja auch keinen groben Fahrfehler gemacht und wenn es so bleibt, dann schaffen wir das auch. Wage ich jetzt halt mal zu behaupten. Wir müssen halt schauen, dass wir möglichst gut durch alle Kurven, Ecken, Kanten und sonstiges kommen. Ach übrigens, was ich sagen wollte noch, das habe ich, wollte ich eigentlich in Part 6 schon sagen, denn Part 5 war ja irgendwie von der Qualität her leicht für den Arsch. Und ihr habt es ja gesehen, es war nur noch 144p. Da hat YouTube irgendeinen Bock missgebaut, ich war aber nicht der Einzige, bei dem das so war. Es war an dem Tag bei ziemlich vielen Leuten so. Dafür ein dickes Sorry, ich weiß nicht mehr, 144p, was wäre das für eine Auflösung? Das wäre ja nicht mal 800 zu 600, ist ja wahrscheinlich noch höher. Also ich zock, ich könnte so nicht mal spielen. Also das wäre ein einziger Pixelhaufen auf meinem Bildschirm. Also das war keine Absicht von mir, das war nicht geplant. Ich habe auch, das Video ist sogar im Videomanager, zeigt es als HD an und alles. Also da, keine Ahnung, hat YouTube irgendwie echt Bockmist gebaut. Und dafür ein Sorry von meiner Seite, auch wenn es jetzt wahrscheinlich... Genau vor einer Woche kam der Part, letzten Freitag, und jetzt haben wir ja schon wieder Freitag. Heute wird das Part eh keiner schauen, weil alle eh Grid schauen, hoffe ich. Ne, der wird ja, kommt ja weit vor Grid nochmal, der Part hier. Ja, schau, wir verbessern uns eindeutig, jetzt kommt schon gar kein... Beeil dich mehr. Also die Karre läuft. Ja, doch. Weit über 250. Das ist unlogisch. 270. Ja, okay, laut Tacho, möglich. Ja, 250 PS, 6 Zylinder. Auto wurde nicht mal lang gebaut. Hör bitte auf. Da haben wir jetzt wieder ordentlich Zeit liegen lassen, glaube ich. Ja, nee, ist klar. Also das war jetzt ein bisschen arg krass, meine Freunde. Da oben fliegt ein Auto durch die Gegend. Ich muss zurückspulen. Links oben im Eck, müsst ihr schauen, ist ein Auto durch die Gegend geflogen. Sehr geil. Fast, wir haben das Rennen gewonnen. Aber nicht dominiert, schade. South Memorial, wieder eine.
Ja, Checkpoint Race wurde ich sagen. Wow, ja. Andersrum fahren wäre vielleicht gescheiter gewesen. Ja, ja, wurscht. Jetzt bleiben wir auf der Gegenfahrbahn. Und hoffen mal, dass wir das blöde Rennen hier gewinnen. Ne? So, vorne geht's rechts. K und N. K und N, was ist K und N für ein Tuner? Ja, uns bei Underground 2 ist uns ja allen aufgefallen, Burger King war da ja recht verbreitet, war ja der Sponsor. Und hier sind es aber doch schon wieder mehrere. Und das ist nicht nur ein Tuner da, sowas wie Speed Hunters. Und was weiß ich, aber ich weiß nicht, ob ich in dem Spiel unbedingt Werbung für mich machen wollen würde. Hm. Indirekt mache ich ja mit jedem Video Werbung für mich. Ha. Nein, ihr wisst, was ich meine. Ja, hier sowas da, coming soon on, was weiß ich, ich schaue irgendwie heute nicht wirklich auf die Straße und ich rede heute irgendwie extrem schnell viel, ohne Luft zu holen. RJP, KNN, ich habe mich eigentlich jetzt die letzten sieben Parts, genau, ist ja der achte, noch gar nicht umgeschaut in dem Spiel, ich bin eigentlich immer nur wegen so gefahren und so, aber jetzt heute schauen wir uns mal wegen um. 20 Sekunden Zeit, das passt. Ey, der hat echt voll die Linksdrall, voll den Linksdrall. Was ist denn das eigentlich für eine fiktive Stadt? An welche Stadt ist denn die angelehnt? Wieder mal New York, Los Angeles oder so. Wenn ihr das wisst, könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben. Mal, ich weiß es mal wieder nicht. Ich weiß so Sachen immer im ersten Part, da weiß ich alles. Weil ich mich immer kurz davor noch informiere. Richtig. Aber so? Nee. Kann ich mir irgendwie nicht merken. Will ich mir auch gar nicht so lange merken, ehrlich gesagt. Okay, wie viel Prozent haben wir? 80%? 20% in einer Minute F5? Das sollte möglich sein. Vom auf der Autobahn. And there is the finish. Passt. Gewonnen. Oh nein, ganz knapp, sonst hätten wir dominiert. Schade. Wir müssen weitermachen. Du musst noch näher an Hector ran und rausfinden, ob er was mit dem Schmugglerring zu tun hat. Die Zeit wird knapp. Alles klar, da werden wir uns im nächsten Part drum kümmern. Ich mache heute schon ein bisschen früher Schluss. Wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ich bin's, euer Flashy. Ciao.